Herzlich willkommen auf dem Age of Aquarius YouTube-Kanal. Die Matrix ist in letzter Zeit richtig krass am Glitchen. Ich habe ein paar Punkte im Sinn gehabt, vor ein paar Tagen schon, dass ich die beim nächsten Zeitpunkt, zu dem ich mich hinsetze zum Film, mit ins Video bringen und nehmen kann. Ich habe einen WhatsApp-Chat mit mir selbst, in dem ich immer so Notizen schreibe, aber ich filme auch mit meinem Handy. Deswegen ist es richtig unpraktisch, wenn ich Notizen auf mein Handy mache für Videos, weil ich da nicht richtig Zugriff drauf habe. Auf jeden Fall lesen wir jetzt die Karten für dich, Wassermann, Klarheitslegung, Infobox. Genau, das ist auch so eine Sache. Ich wollte aufhören, auf die Infobox hinzuweisen, wegen meiner Musik und so weiter und so all den anderen Sachen, die ich noch so mache. Milovana, AI, also ich und so all meine anderen Aspekte der halt vom Leben. Und ich wollte es halt so hinschreiben, hier im Video dann einfach so weitere Infos in der Beschreibung. Ich muss mich auch noch ein bisschen dran gewöhnen und so. So, Wassermann, danke fürs Zuhören, für den Intro-Part. By the way, Intro, mein Debüt, es ist offiziell jetzt draußen, siehst du an. Und wir beginnen mit deiner Klarheitslegung. Was ist dein Kern der Sache? Was ist ein Problem, das gelöst wird? Was ist eine neue Erkenntnis? Was ist ein Wunsch, der für dich in Erfüllung geht? Und wir klären bestimmte Punkte, da wo es halt eben gebraucht wird. Wassermann. Jetzt. Vielleicht hast du Wassermann-Mond. Vielleicht hast du Wassermann-Venus. Vielleicht hast du Wassermann-Mondknoten. Vielleicht ist deine Liebe Wassermann. Diese Legung ist jetzt für dich bestimmt. Du hast auf diese Botschaft Du hast diese Botschaft ausgewählt. Und wir legen jetzt für dich Tarot. Und wenn ich wir sage, meine ich mich und mein Engelsquad. Eine Freundin hat mir ein Meme geschickt vor 2-3 Stunden. Und das war irgendwie so, dass Engel zu bestimmten, also manchmal im Leben so in die Körper von Menschen gehen können, um dann halt so irgendwas so halt so mit einzugreifen im Leben quasi. Und ich spüre so intensive Energien jetzt gerade. Und ich lege jetzt für dich die Tarotkarten. Also Wassermann, schön, dass du hergefunden hast. Ademilus Frequenz. Was ist dein Kern der Sache? Jetzt für dich. Oh, das bist du selbst. Und das ist die Gerechtigkeit. Und das ist die Königin der Münzen. Wow. Wow. Das ist eine Fortsetzung von etwas. Das ist Hardcore. Es ist Hardcore. Okay. Hardcore Rock. Was ist das Problem, das gelöst wird für dich? Was ist das Problem für dich, das gelöst wird? Oh, das ist dein Wunsch, der in Erfüllung geht. Ist das Problem, was davon ist der Wunsch und was ist das Problem? Oder ist es beides eins und du erkennst neu die Perspektive auf diese beiden Dinge? Dein Herz und deine Energie. Was ist deine neue Erkenntnis? Wassermanns neue Erkenntnis? Prinzessin der Kelche. Verletzlichkeit, Sensibilität, dein weicher Kern. Dazu Anschluss zu haben, mehr als das, mit deiner Sensibilität neu nach außen zu gehen und dich dabei sicher zu fühlen. Okay. Wassermann. Wassermann. Wassermann Kollektivfrequenz. Wassermann Kollektivfrequenz. Jetzt für dich. Okay, jetzt für dich. Jetzt für dich. Was geht ab? Ich sehe die Heilung einer Wunde. Ich sehe dein Urteilsvermögen. Ich sehe
Prozesse, wichtige Entscheidungen, die ablaufen. Und ich sehe, dass du in all dem deinen wahren Kern neu erkennst und eventuell auch deine wahre Kraft und wie flexibel du wirklich bist, wie anpassungsfähig du wirklich bist und auch wie fest oder wie ausgereift du auf eine Art bist und auf was du dich jetzt neu einlassen kannst. Hier geht es auch auf eine Art um Können. Okay. Wassermann, was ist der erste Punkt, der geklärt wird? Dein Wunsch, der in Erfüllung geht. 8 Stäbe. Entschlossenheit in deiner Feuerkraft. Entschlossenheit, Vertrauen in die Entscheidung, in den nächsten Schritt, in dein Gegenüber, in dich. Okay, zeig mir die 8 Stäbe für Wassermann. Wer braucht was von dir? Wer braucht was wirklich von dir? Und was brauchst du von dir? Manche haben vielleicht Kinder, ein Kind, vielleicht wird hier jemand erwachsen, jemand wächst. Noch eine für die 8 Stäbe. Zwei Kelche unten am Deck. Vielleicht das, was du noch nicht siehst. Die Liebe und das Geben und Nehmen. Königin der Schwerter. Dein Wunsch, der für dich in Erfüllung geht. Der Wunsch, der für dich in Erfüllung geht, ist die neue Klarheit und die neue Sicherheit und das neue Anwenden und das Vertrauen in deine Entschlossenheit und die Wertschätzung, die du dir selbst leistest und gibst und auf eine neue Art ein neues Auftreten, ein Wendepunkt. Wunsch, der in Erfüllung geht, 8 Stäbe. In Bezug auf eine Sache hast du aufgehört zu warten. Das sehe ich. Ich sehe, dass du aufgehört hast zu warten und dass du neue Aktion, dass du in neuer Aktion bist. Ich sehe, dass du in neuer Aktion bist und das scheint dir auch sehr, sehr gut zu tun. Weiter so mit all der neuen Bewegung, die du in deinen Lebensstrom, in deinen Lebensfluss integriert hast. Apropos Strom, elektrisierende Gefühle, neue Erkenntnis, das Verständnis für die Liebe zu dir selbst und auch ein Abschnitt, der startet, indem du dich ganz fallen lässt. Ganz fallen lassen kannst, weil die Umstände hier gegeben sind und etwas, vielleicht haben manche auch auf eine Genehmigung gewartet oder man wartet auf eine Genehmigung oder einen Abschluss. Und jetzt kommt es eben auf dein Urteil an, auf dein Urteilsvermögen. Wunsch der Erfüllung geht, 8 Stäbe, Königin der Schwerter. Etwas, das lange Zeit hatte, verarbeitet zu werden. Page der Münzen. Etwas, was sich ständig wiederholt hat und jetzt hast du für dich da einen neuen Punkt erkannt. Einen neuen Punkt erkannt in diese Sache, in die du jetzt vielleicht noch mehr gibst, weil du weißt, das zahlt sich aus, weil du weißt, du möchtest, das soll sich weiterentwickeln. Hier ist auch auf eine Art dieses
drei Haselnüsse für Aschenbrödel-mäßige, dass man hier etwas neu ausgesiebt hat und die Wahrheit oder den wahren Kern einer Sache erkannt hat. Es hat vielleicht lange gedauert hier mit der Gerechtigkeit und mit dem Gericht. Und das ist immer noch so im Prozess, dass hier eine Wunde sich heilt. Und das ist in sehr gutem Gange. Und also all die neu, wie gesagt, all das Neue, was du jetzt integriert hast, so in deinen Lebensfluss, beibehalten. Es tut dir sehr, sehr gut. Und hier ist neue Frische und Leichtigkeit, die von dir gewählt werden möchte. Also auch deine Entschlossenheit, wie du deine Entscheidungen triffst, wie jetzt hier die Spielfiguren auch vielleicht gesetzt werden. Klares Vertrauen in dein erstes Empfinden. Okay. Sehr schön. Wassermann. Wurzelbasis, Gerechtigkeit, Unklarheit. Warum ist eine Sache so passiert? Wie konnte das so klar sein? Und warum, wie ist gegenwärtig diese Anspannung entstanden von so viel Leichtigkeit? Wie ist gegenwärtig so viel Anspannung entstanden von so viel Leichtigkeit, die einst war mit jemandem? Du hast dich in dieser Sache gesehen. In dieser Sache mit diesem Menschen. Upsi. Zeig mir die Gerechtigkeit, Schmerz verletzt zu werden, der Hierophant. Für manche ist es Ehe, der Herrscher. Für manche ist es mehr. Mehr als nur irgendeine Sache. So, du hast einer Sache einen sehr, sehr hohen Wert zugeschrieben. Und da ist vielleicht gerade irgendwie, vielleicht ist etwas pausiert. Ast der Münzen. Umgedreht. Etwas hat nicht ganz geklappt, obwohl du überzeugt davon warst, dass etwas hätte klappen müssen. Ich sehe jetzt hier nicht so viele Aspekte von so. Das könnte jetzt ein mögliches sein. Es ist irgendetwas Offizielles, etwas Großes. Vielleicht ist es etwas mit deiner Berufung. Deiner Arbeit, deiner Familie, deinem Partner, deiner Partnerin. Aber es ist sehr allgemein gehalten. Also es ist jetzt nicht nur auf eine Sache bezogen, aber es ist irgendetwas Großes, was du für dich, was in deinem Kopf auf eine Art einfach so Sinn ergibt und wonach du dich richtest. Eine noch für die Gerechtigkeit. Königin der Stäbe. Zwei Schwerter. Das wurde schon mal geklärt. Und du hast, ihr habt. Sechs Kelche. Ich sehe zwei Menschen, die nicht in direkter Kommunikation sind. Ich sehe, wie das Bedürfnis und das Verlangen nach Kommunikation auf ein neues Level sehr stark geworden ist, sehr stark geworden ist und auf ein neues Level kommt. Ast der Kelche ist gefallen, als ich den Fokus auf diese Karte gerichtet habe. Neun der Kelche unten am Deck, dein Herz in der ganzen Sache. Ich sehe hier dich als Ansatzpunkt. Also an sich möchtest du neu
in deine neue Urkraft kommen oder neu zurück zu dir finden auf eine Art, wie du es auch vielleicht bisher noch gar nicht warst. Aber du weißt, du bist so gerade dabei, eine neue Kraft in dir zu entfalten und eine neue Kraft in dir zu entwickeln. Und so ein bisschen dieses Gefühl, weil das bist halt du, deswegen kennst du dieses Gefühl, auch wenn du vielleicht noch gar nicht in dieser Kraft ganz bist. Aber du erinnerst dich auf eine Art, weil du weißt, dass es schon mal war, so. Oder weil es einfach du bist. Dein Problem, das gelöst wird, das Problem, das für dich gelöst wird, sind die drei Schwerter. Und das ist dein Element und das ist auch neue Bewegung für dich, so leichter Fluss in Bezug auf vielleicht auch hier neu deine Flexibilität wahrnehmen oder deine Anpassungsfähigkeit und aber auch auf einen Punkt beharren oder verharrt sein. Und dann ist es aber jetzt auch fürs Kollektiv ein bisschen so zu erkennen, wo man gerade auf der Skala ist und welcher Punkt gerade ein bisschen Anpassung braucht. Drei Schwerter an sich ist auch Herzschmerz. Es ist so die verletzte, die verwundetste Karte. Also sehe ich dich in Schmerz auf eine Art, eine Wunde, die da ist, ganz, ganz offensichtlich drei Schwerter, und die heilen muss oder die aktuell heilt oder diese Sache braucht auch Zeit. Und ich sehe, Wunsch, der in Erfüllung geht, dass du das hier neu für dich selbst auch zulässt und dass hier etwas ganz verwirklicht wird. Neue Erkenntnis, Prinzessin der Kelche, das ist dein Herz, wie du es schützt, dein Herz, wie du es beschützt. Ne, der Kelch wird zugehalten und hier ist neu, wie etwas überfließt, gefallen darauf. Also mehr zu der neuen Erkenntnis für Wassermann, bitte. Aha. Weil etwas aufgehört hat, weil etwas sich nicht verändert hat, wie du weitermachst, wie du weitergemacht hast, wo du vielleicht jetzt immer noch so vorsichtig sein musst. Vorsicht. Ist die Mutter im Porzellanladen? Nein. Wie heißt nochmal dieser Spruch? Anyways. Es gibt vielleicht noch irgendeinen Aspekt. Es geht jetzt ums Weitermachen auf eine Art und irgendein Aspekt muss vielleicht noch geschützt werden. Hier, damit diese Wunde heilt. Vielleicht ist es noch nicht die Zeit, das Pflaster abzuziehen. Vielleicht muss das Pflaster noch ein bisschen wirken hier. Oder das Verband oder was auch immer. Also ich sehe, dass etwas noch wirkt. Noch eine. Ass der Stäbe. Das ist... Okay. Das ist in Verbindung. Vielleicht in der Verbindung zu dir, in der Verbindung mit der Sache, die du empfindest. Vielleicht geht es hier neu um Loslösung. Okay. Was möchte ich hier noch geklärt? Was ist wichtig jetzt noch hier raus? Was ist wichtig, dass es geklärt wird? Das Gericht. Der Schmerz, der Kern, Königin der Münzen. Du. Ansatzpunkt. Okay, den klären wir noch. Haha, im Split. Neun Kirche. Deine persönliche Wunscherfüllung. Der Stern. Sehnsucht, Träume, Erfüllung. Illusionen, die sich lösen. Neu etwas sich ganz widmen. Realisieren, wo die Kraft liegt in der Erfüllung. Und jetzt gerade ist es wichtig, dass du bei einer Sache bleibst und mit einer Sache weitermachst und hier nicht noch last minute von irgendetwas abspringst. Jetzt geht es so um die Konstante, die du dir neu selbst gibst. Die du neu selbst schaffst. Zeig mir im Ansatzpunkt den König der Schwerter für Wassermann. Im Ansatzpunkt. Ansatzpunkt für Wassermann. König der Schwerter für Wassermann. König der Schwerter für Wassermann. Noch eine für den Ansatzpunkt. Okay, das ist eine Herrscherin und der Herrscher. Das ist göttlich-weibliche und göttlich-männliche Kraft. Und das ist sehr viel Erde. Das ist sehr viel Erde. Und das ist sture Energie. Das ist vielleicht auch, dass das festgefahren ist und etwas, was sehr tief sitzt. Das ist sehr viel Zeit. Das ist ein nächster Schritt, dass es wie etwas zusammenfindet. Das ist die Verbindung von Zweien. Das ist sehr viel Macht und das ist Kontrolle, die du hast und die du hattest, die du vielleicht zu einem Zeitpunkt verloren hast. König der Schwerter, Ansatzpunkt. König der Schwerter im Ansatzpunkt.
Intervention, Interaktion. Wie viele Münzen sind das jetzt insgesamt? 10, 14, 15, das sind 6. Das ist Gleichgewicht. Das ist nicht viel, aber es ist etwas. Das ist nicht viel, aber es ist etwas. Und es ist schon eine ganze. Das sieht aus wie richtig viel. Das sieht aus wie richtig viel, aber es ist nichts. Aber es ist trotzdem noch etwas, was du vielleicht noch von einer Sache hast. Oder der aktuelle Stand einer Situation. Und vielleicht geht es genau deshalb jetzt um deine Entschlossenheit, dein Vertrauen und dich vielleicht hier, bevor der nächste Schritt gegangen wird, vielleicht ist der Schutz noch auf eine Art notwendig oder die Vorsicht, um eben dieses Herz heilen zu lassen ganz und in eine neue Kraft ganz zu kommen, damit sich hier auch dieser Zyklus von dem, was so offensichtlich ist, aber was trotzdem nichts Ganzes ist, hier endlich zum Abschluss kommt und damit hier endlich mit der Energie ganz, damit sich das ganz verwirklicht für dich auch. Okay, eine Engelskarte für dich, Wassermann. Eine Engelskarte für dich. Eine Engelskarte für Wassermann. Das ging jetzt schnell. Entscheidungen. Erkenntnis. Deine Affirmation ist: Ich entscheide mich für das, was meinem höchsten Wohl dient. Oh, das ist echt simpel, aber das ist wirklich schwierig. Das ist echt simpel, aber das ist wirklich schwierig. Tibi, als ich 2009 getauft wurde von einem Priester irgendwo in den Bergen in Serbien mit Wasser von der Quelle. Okay. Wenn du dir über Entscheidungen den Kopf zerbrichst, bedeutet dies, dass dein Verstand und dein Ego Kontrolle über dein Leben ausüben wollen. Angels, you're putting me on the spot. Die Botschaft deiner Engel lautet: Prüfe und überdenke in Ruhe alle Alternativen. Dann löse dich von deinem Verstand und wähle aus dem Herzen heraus den Weg, der dir richtig erscheint und der dir am meisten Freude bereitet. Aber handle nicht aus unbesonnenen Impulsen heraus, sondern höre auf deine göttliche Eingebung. Entscheide dich für das höchste Wohl. Denke daran, wenn etwas nicht deinem eigenen höchsten Wohl dient, dann kann es auch deinen Mitmenschen nicht zum Wohl gereichen. Werde innerlich ganz ruhig und stimme dich auf deine Seele ein. Bitte deine Engel um Anleitung und Hilfe und dann triff aus dieser tiefen inneren Stille heraus spontan und mühelos deine Entscheidung. Wassermann, ich hoffe, diese Legung hat dir gut getan, konnte dir helfen, dich bereichern, eine krasse Legung, so zu erfahren beim Lesen gerade, war sehr intensiv, sehr. Ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, all die Liebe der Welt für dich, all die Liebe der Welten für dich. Wir sehen uns.